Hallo Leute und herzlich willkommen zurück. Es geht weiter mit Doom. Jawohl, weiter geht's. Vorneweg, ich will mich erstmal noch so ein bisschen entschuldigen für die letzten paar Aufnahmen. Problem ist, mir ist meine Audiospur verreckt. Und da ging nichts Besseres. Ich habe gerettet, was zu retten war. Wenn ich jetzt vielleicht irgendwie so ein Audiotechniker oder was weiß ich, was es da in der Richtung gibt, wäre, hätte ich die vielleicht retten können. Das bin ich aber leider nicht. Ich mache das ja auch nur hobbymäßig. Es tut mir leid. Es sollte jetzt besser werden. Also von daher würde ich sagen, mach mir direkt weiter. Du hast dich durch die Hölle gekämpft und einen Titanenkern gefunden. Ein Portal, das dich einen Schritt näher an den Schmelztiegel und den endgültigen Sieg über die Mächte der Hölle bringt. Du musst die Wächter des Schmelztiegels vernichten und die holen, was dir gehört. Ja, alles meins. Meins. So, das sind wir. Dann, Karte. Karte, Karte. So, was hätte man da? Hier erstmal gar nicht so allzu viel. Na gut. Oh ja, mit der Pistole, das ist bestimmt sehr sinnvoll. So. Ja, Munition sammeln wir. Ach ja. Auch da geht's weiter. Gibt's hier noch was Schönes? Außer Munition en masse, jawoll! Okay, da werden wir später hinkommen. Hier werden wir später durchgehen. Ist alles schön. So, ich würde mal sagen, mit der Munition sind wir voll. Dann gehen wir mal los. Jawohl, da geht's direkt hier wieder los, Mann. Die Viecher hasse, gell? Jawohl. Lass es dir schmecken, Kollege. Wunderbar. Ja, froh, dass ich hier die Rüstung schon mitgenommen habe mittlerweile. Cool. So, Munition hätte ich schon mal voll. Gesundheit und Rüstung eigentlich auf selben Level. Dann nehme ich jetzt natürlich erstmal die Gesundheit. Die machen wir ja zuerst voll. Würde ich sagen. Während er zwischen den Welten und in der Zeit wütete, stieß der Hellwalker auf den Armseligen, der ungenannt bleibt. In seiner Ketzerei aber an seinem bösen Ziel festhielt. Er gab dem Schicksalsschlechter eine mächtige Rüstung aus den Feuern der Hölle. Undurchdringlich und unüberwindbar. Mit Schwert und Schild von vollkommener Härte machte sich der Schlechter daran, all jene zu vertreiben, die noch nicht durch seine raumlose Wildheit gebrochen waren. Ja, wisst ihr Bescheid. Warte nur mal hier. Bin ich wieder blöd hier? Wo geht's hier weiter?
Irgendwo jetzt was vergessen? Das ist ja immer die große Preisfrage hier. Ach so, da geht's weiter. So, das ist nur so eine Kerze da. Wunderbar. Ich die Glory Kills liebe. Immer schön ins Gesicht, Mann. War irgendwie ein bisschen suboptimal eben. Ja, da hinten war ich ja eben schon. Immer schön drauf. Keine Ahnung, das wird bestimmt gut jetzt, wenn ich das Ding benutze. Oh ja, das hätte ich es geahnt. Ja. Ich weiß nicht, ich kann mit der Strotze hier nichts anfangen. Ey. Sau. Jawohl! Schön die Füße ins Gesicht. Bin ich total bescheuert, dass ich die nicht anvisieren darf. Dafür gibt es aber die, die ich anvisieren darf. Immer drauf auf die Mutti. War weg jetzt endlich. Ja. Wo ist er? So, da wären es nur noch zwei. Die ich quasi brauche. Um die Fähigkeit freizuschalten. So. Na, eben gehe ich. Jetzt quasi weiter. Gibt es hier noch was für mich? Eher so die. Ah ja, Automap. Oh ja, das ist schön. Das gibt es zumindest für mich. Da habe ich diesmal zumindest anscheinend alles eingesammelt. Das freut mich zumindest schon mal. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter hier. Sagen, ich bin wieder am Anfang, ne? Ich hab den gelben Kopf eingesammelt. Warum soll ich hier jetzt wieder durch?
mich da so dran? Warum nicht? Ich will... Kam sogar dran. Faszinierend. Das ist gut hier. Komm, verrecke. Oh. Und wenn's? Mein Gott. Immer schön ins Gesicht, jawohl. Was mir da gerade mal noch was so einfällt. Ich hab doch auch Herausforderungen hier. Töte Mankobus mit der Pistole. Was töte 2 Karko-Demons mit einem Schuss? Töte 10 Dämonen mit explosiven Fässern. Okay. Warum sollte ich denn da jetzt dran gehen, bitte? Ah ja, okay. Frage hat sich erübrigt. Pistole töten. Also verrecke! Verrecke! Jawoll! Okay. Gut, kann man ja wieder richtig spielen, ja? Munition. Ich glaube, ja. Irgendwas habt, dann ist es Munition. Wäre auch mit der Life wieder voll, das ist schön. Freut mich sehr. So, und da hätte man das blaue Köpflein. Darf ich hier jetzt wieder raus? So. Kann ich eigentlich... Oh. Oh, ich hätte hier soweit alles. Ah, auch in der Hölle gibt es witzige Mechanismen. Weil mir dazu gerade mal einfällt, ich könnte... Lal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 
einer noch. Ah! So. Nee, nee, nee. Die hätte ich gerne. Weg bitte. Nein. Knapp verkackt, würde ich mal sagen. So. Haben es keine Karko-Dämonen? Komm, lass mich da hoch! So, was habe ich hier jetzt aufgemacht? Was habe ich denn hier jetzt aufgemacht? Wo verstehe ich hier jetzt was schon wieder nicht? Da muss ich runter? Ich will da nicht runter. Da aber runter. Na, hier sieht's ja schön aus. Ich würde mal sagen, gut, dass ich da jetzt nicht einfach so lang bin eben. Wäre ein bisschen blöd geworden. Was nehmen wir denn? Die mobile Lafette? Voll gemein, dass er da immer sag mal, ich hab mal so eine Frage. Konnte doch auch irgendwo war das denn hier? Maus und Tastatur. Irgendwo konnte ich doch auch die Waffenrad. Achso, das geht jetzt nicht, weil ich nicht genug Munition habe. Das ist natürlich nett. Er darf den Schmelztiegel nicht erreichen. Aha. Na, endlich habe ich die Feuer der Herausforderung beendet. Hui! Alles meins! Her damit! Bäm! Komm! Immer schön Happa Happa, ja! Ja, gehen Sie bitte von mir.
Noch einer, ey. Ist irgendwo ein Nest von euch? Sterben Sie bitte. Ach Gott. So. Rennt doch nicht von mir weg. Komm her. Kleiner Moppel, komm her. Mann, hör auf wegzurennen! Kackvieh! Kriegen wir was Dickeres gehört? Was sind denn? Oh. So nah wollte ich jetzt auch nicht direkt auf Anhieb. Immer schön ins Gesicht. Lecker Raketen. So. Hätte ich ja da mal so weit.